Das ist alles ganz schlimm. Trotzdem Verlustquote von 1 zu 3. Das wundert mich ein bisschen. Ich hätte Höheres erwartet. Die verbinden sich. Ja, sollen sie mal. Das heißt durchatmen. Die Spinning Mule wurde erforscht. Hey, Donnerwetter. An der modernen Uni. Und statt 12 bräuchte sie noch 9 Runden für die Doktrin der leichten Infanterie. Alles klar, also deutlich schneller. Ungefähr 25% schneller. Und Krakau macht dann auch weiter mit der Doktrin der leichten Infanterie. Und in einer Runde haben wir dann nämlich auch dann Staatsschulden, Karkassen und ich glaube, es ist Aktiengesellschaften, richtig. Und ja, erstmal ganz kurz gucken. Hier ist noch irgendjemand besser geworden. Es ist der Typ, der hier in Polen, in Krakau drin sitzt, im Bereich Industrieforschung. Savoyen wurde von Frankreich vernichtet. Und es wurde neben der modernen Uni auch eine Werkstatt Weber hier gebaut in Odense. Die rüstet sich auch direkt auf. Wir haben nämlich genug Geld dafür. Die Truppen werden vereinigt. Und ja, komm, ihr fliegt euch zusammen. Und der Rest wird aufgerüstet für teures Geld. Und ja. Hier, ich hole nochmal in Dänemark. Nee, nicht Grenadiere. Zweimal Linieninfanterie. Finanzen sind jetzt wieder etwas stabiler, wobei die ständige Blockade der Häfen immer noch nervt. Ich versuche nochmal den Regierungschef zu wechseln. Es bleibt bei dem Knaller hier oder bei einem Drei-Sterne-Knaller. So. Keine neuen Handelspartner bisher. Hannover vielleicht nochmal. Nö, die wollen so dumm bleiben, wie sie sind. Schweden. Nee, mit euch will ich keinen Frieden schließen. Mit euch will ich ja platt machen. Und wir warten dann mal ab, wie sich das hier entwickelt. Kopenhagen jetzt über 4000. Aalborg in 4 Runden fertig. 3 Runden sogar nur bis Cuxhaven. Genau, und Krakau sollte ja eigentlich auch erst in 2 Runden diese Spinning Mule schaffen, hat es jetzt schon geschafft, weil es eben eine moderne Uni geworden ist. Gut. Gut. Ja, sieht schön aus. Und wir sind sehr weit fortgeschritten, vor allem im Militärbereich. Pelotonfeuer kommt da noch, da haben wir die Heeresakademie und da können wir noch Gardegrenadiere, Gardeinfanterie oder die republikanische Garde bauen. Je nachdem, das oder das entscheidet sich halt immer daran, ob man Republik oder Monarchie ist. Die Truppen sind exakt dieselben Werte, haben nur einen anderen Namen und ein anderes Profilbild. Ansonsten ist alles so, wie es ist. Und natürlich die Gardegrenadiere als absolute Elite-Gardegrenadiere, die ich dann wohl auch bauen werde. Und Berlin ist jetzt wirklich nicht schlecht. Auch über 10.000. Und darauf lässt sich aufbauen, obwohl natürlich unsere Armeeunterhaltskosten immer noch sehr hoch sind. Aber nächste Runde haben wir mit den Staatsschulden eine ganz, ganz wichtige Forschung und auch die Aktiengesellschaften hauen rein. Und danach geht es auch noch geil weiter. Hier kommt nämlich der säkulare Humanismus dann, der reduziert religiöse Unruhe. Und ermöglicht uns die Königliche Akademie, zumindest in Warschau, also in der Hauptstadt. Und die Bürgergesellschaft, die rekrutiert die, Entschuldigung, senkt die Rekrutierungskosten. Und erhöht den Städtewohlstand ebenfalls, genau wie der säkulare Humanismus, um jeweils 5 Punkte. Und die Abschaffung der Sklaverei ist dann auch nochmal sehr nett für den Städtewohlstand. Aber es geht auf die Adelszufriedenheit. Das ist dann nicht so schön. Gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter in die nächste Runde. Da haben wir jetzt ja einiges geschafft. Und ich hoffe, die Schweden geben jetzt langsam mal Ruhe. Ich kann ihn nochmal. Nee, ihn. Ja, ich weiß auch, wie das da aussieht. Also ich glaube, ich schicke ihn mal lieber hier hin. Ich kann ja auch die Truppenbewegung dann kontrollieren, wenn er hier steht. Und den Kollegen schicke ich mal zurück hier in die Uni. Der soll nochmal bombardieren. Und das schafft er auch. Sehr schön. Und ich sage, weiter geht's. Ja, das ist wirklich lächerlich für eine Hauptstadt. Schweden scheint relativ pleite zu sein. Österreich, unsere Alliierten wollen wieder rumlungern bei unserer Uni in Galizien. Schlimme Finger. Schweden macht mal nichts. Das ist sehr
entspannt. Und ja, die italienischen Staaten, also der Papststaat, im englischen Original heißt es auch in diesem Spiel Papal State, also es passt dann schon besser, die sind jetzt bei unserem Gebiet immer noch aktiv. Ich gucke gleich alles an, aber ich will mal ganz kurz gucken, was das, wie sich das auswirkt. Hier haben sie ein bisschen rumgewütet, aber hier vor allem mit 3 Priestern geht es jetzt nochmal, oh, das ist ja gar nicht mal so schnell, plus 1,2 Katholizismus, finde ich gut, denn wir sind ja katholisch und das ist doch schon mal schön. Homiel in 2 Runden fertig, aber hier steigt natürlich auch jetzt ein bisschen die Unruhe, das weiß ich. Und wir haben jetzt einige wichtige Dinge bekommen. Also, Borislav Wojciechowski hat ein Ordinariat erlangt. Das ist hervorragend. Dadurch hat er jetzt 7 Sterne. Und er ist Professor geworden. Fantastisch. Roman Nigbor, irgendein anderer Vogel, ist besser bei Aufklärungsforschung. Noch ein anderer ist besser ebenfalls bei Aufklärungsforschung. Und noch ein anderer hat ebenfalls Aufklärungsforschung erlangt. Also unsere Jungs sind jetzt wirklich nochmal deutlich besser geworden. Dänemark und Polen. In Dänemark Linieninfanterie und in Polen natürlich endlich die ersten beiden geilen Flügelhusaren. Ich habe die bereits groß beschrieben. Jetzt werden sie auch eingesetzt. Die kommen direkt an die Front nach Kopenhagen. In 3 Runden sind sie da. Dank Kavallerie sind sie fix da. Und es ist eine neue Stadt fertig geworden. In Westpreußen. Posen, habe ich gerade eben schon gesehen. Hier kommen Werkstätten hin. Dafür ist es gedacht. Und in 24 Runden noch die letzte, nämlich Bydgoszcz oder so ähnlich. Naja, also mit Polen zu spielen, heißt immer, sich mit lustigen Namen auseinandersetzen zu müssen. Und ich rüste in Warschau, wollte ich gerade sagen, Marinemrat auf. Was für ein blödsinniger Satz. Ich rüste die Artillerieakademie auf. Denn die bringt uns ebenfalls neue Forschungsmöglichkeiten und neue Einheiten. Und damit wir in Warschau wirklich alle Top-Militärgebäude haben und jetzt auch Karkassen, Aktiengesellschaften und Staatsschulden. Und wir sehen an den Einnahmen, dass der Armeeunterhalt gestiegen ist. Hä? Oder, ach, es sind neue Truppen fertig geworden. Okay, also die zusätzlichen Truppen, die müssen sehr teuer sein. Vor allem die hier haben sicherlich einen hohen Unterhalt. Oh Gott, 400. Ja, dann ist es ja gut, dass wir den Staatsschulden erforscht haben. Weil sonst wäre es noch mehr. Okay, also es wirkt sich jetzt nicht so extrem aus, weil es eben verdeckt wird durch diese arschteuren, auch im Unterhalt und in der Produktion, diese beiden Flügelhusars-Einheiten. Aber ansonsten wirkt sich das schon doll aus. Und ja, gut. Der 6 Sterne? Tatsache, was ist denn hier passiert? Achso, überlegener General und geborener Soldat. Oho. So, das bleibt auch, wie es ist. Und du kannst nochmal hier, da, Hafen bombardieren. Ja, und er wird auch besser Saboteur. Fantastisch. So. Schweden pleite? Nope, das nicht. Aber sie haben nicht allzu viele Truppen. Hier kommen jetzt ein paar. Das sind die, die wir gerade eben zurückgeschlagen haben. Genau, die Pikeniere, Saka, Hakapelita, die kommen uns bekannt vor. Und die klassische Uni muss ja auch nicht sein. Richtig. So, das kostet denen alles Geld und verzögert deren Forschung. Und das ist für uns sehr gut. So, noch eins. Also eigentlich müsste das doch jetzt... Ach, ich verstehe. Orthodoxismus haut nicht so stark rein wie Protestantismus. Ne, obwohl der Protestantismus eine geringere prozentualen Anteil hat hier in Kurland als der Orthodoxismus in Weißrussland und Wolnien, hat der Protestantismus die Verursachung eines religiösen Unruhepunktes zur Folge, weil einfach der Gegensatz zwischen Katholizismus und Protestantismus größer ist als der zwischen Katholizismus und Orthodoxismus. Das ist in diesem Spiel mit einer ganz komplizierten Arithmetik versehen, wie die unterschiedlichen Religionen zueinander stehen. Am heftigsten wirkt sich eigentlich der Islam mit allen anderen aus. Außerdem ist der Animismus sehr, sehr intolerant gegenüber anderen Religionen. Aber wie gesagt, innerhalb der christlichen Gemeinschaft ist es nicht ganz so extrem, weil auch kann auch ein bisschen reinhauen, ne? Haben wir gerade eben gesehen. So, Gallformation, nope. Das ist Quatsch. Wir erforschen mal, was haben wir das denn? Minus 15 Kosten Bauernhöfen. Oder selektives Züchten. Ich müsste mal wieder Gebäude bauen. Also Marinerat kommt ja bald, ne? Ich müsste mal wieder hier in, in Industrieanlagen aufrüsten, damit die dann, diese Sachen hier erforscht werden können, diesen Bereich, ne? So, Kaminjak macht die Bürgergesellschaft, Bürgerschaft, Entschuldigung. Pinsk? Gardinas? Gardinas tut gut daran, den Wohlstand der Nation zu erforschen, bringt einen Bonus auf Handelsrouten,
deutlich mehr Städtewohlstand und mehr Wohlstand durch Gebäude. Also alles, was das Herz begehrt. Und ich... Ja, das ist das eigentlich etwas, was nicht so clever ist. Steinschlosskanone. Eine Runde nur. Komm, sichern wir uns das Prestige. Das können wir auch gebrauchen. Und geringere Nachladezeit für Schiffskanonen ist auch nicht schlecht. Irgendwann werden wir vielleicht sogar eine Seeschlacht haben gegen Schweden. Eher nicht. Aber vielleicht gegen andere Nationen. Und machen wir das einfach. Eine Runde, mein Gott. Gut. So, eine Runde noch, dann seid ihr auch fertig. Und Hannover bekommt auch nochmal einmal Britenarten. Drei Finder nicht, das will ich nicht. Aber hier 12 Finder, damit auch wenigstens eine Artillerieeinheit in Hannover steht. Und ich sage, weiter geht's. Österreich mal wieder. So, die anderen Nationen haben fertig gezogen. Und die Steinschlosskanone wurde erwartungsgemäß erforscht. Du kannst eigentlich direkt weitermachen, ja. Mit der Lufttrocknung reduziert die Unterhaltskosten, erhöht die Rekrutierungskosten, aber insgesamt sind Unterhaltskosten dann doch wichtiger. Es gibt Wahlergebnisse. Oh shit. Der Wahlkampf ist beendet nach einer freien und gerechten Wahl. Eine andere Partei die Regierungsgewalt übernommen. Aber ich sehe schon, die Typen sind auch nicht so schlecht. Das heißt, wir haben einen Regierungswechsel zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes. Und der wirkt sich gar nicht mal so schlecht aus. Die Leute sind ja zufriedener als vorher. Ah ja. Schutzherr, das ist natürlich Blödsinn. Wenn er ehrlich und Dickkopf ist, können wir die schon mal tauschen. Haben nicht beide 4 Sterne, sondern haben wir hier einen völligen Quatschmensch beim Schatzamt. Und Justiz ist ganz gut. Das Leben ist schön. Da können wir die schon mal tauschen. Der hat 5 und der hat 4. Das sind beide 5. So, und der Schatzamtsmensch kommt weg. Da kommt ein neuer, der aber nichts bringt. Okay. Und es wird natürlich gleich wieder Unruhe geben. Keine Ahnung. Ich glaube, nach dem Regierungswechsel ist es vielleicht so, dass es eine Runde lang keine Unruhe gibt. Keine Ahnung. Aber gut. Dann haben wir in Hannover Kanonen. Ja. Gut. Komisch. Wie haben wir denn jetzt verloren? Naja, vielleicht waren die Truppenverluste zu hoch. Ich weiß es auch nicht. Das ist merkwürdig. Ich hätte gern die alte Regierung behalten, aber es ist jetzt auch kein riesiger, keine komplett total Niederlage. Aber wir können jetzt schon mal hier in Hannover, da haben wir nämlich wohlhabenden Stoff, da könnten wir tatsächlich umrüsten zur Wasserfabrik und Textilfabrik. Ich glaube, wir haben nämlich keine andere wohlhabende Textilfabrik. Ne? Wir haben wohlhabende Eisenfütterung. Doch, wir haben hier in Reval eine. Die ist auch sicherer. Dann baue ich die hier und dann können wir in der nächsten Runde auch noch in Kulland dann das Ding aufrüsten. Die Eisenfabrik. Oder ist vielleicht das sogar wichtiger? Es ist das sogar wichtiger, weil da mehr Forschung sind. Nehmen wir erstmal die hier im Kulland. Die ist doch sehr gut gelegen. Und, oh ja, die haut dann auch rein. Gut. Ja. Ihr seid jetzt fit. Und jetzt könnte man euch natürlich auch nach Norwegen schicken. Und Tatsache, hier sind keine Truppen. Dann machen wir das auch so. Wir nehmen die etwas weniger erfahreneren Truppen. Ich würde sagen, 4 Einheiten reichen. Und schicken euch dahin. Die sind auch nächste Runde schon da. Und ihr bekommt noch einen General. Zack. 3 Sterne reicht auch völlig für diesen Zweck. Und der kriegt sogar noch 2 Moralboni. Das ist schön. Und dann ab auf Norwegen. Reiche Provinz. Und du versteckst dich mal in Karlstad. Luft
Lustgärten. Luftgärten, jetzt wird's wirklich bekloppt.